Willkommen zurück bei Persona 3. Die nächste große Story-Situation, der nächste Vollmond steht an. Es soll sich um den letzten Schatten handeln, aber wir wissen, alle Strecke wird sich da nicht zurücklehnen. Mal gucken, was passieren wird. Den Abend verbringen wir wie? Wir könnten noch eben fix zur Kate gehen und vielleicht den Schadenswert erhöhen. Das wäre in Ordnung, denke ich. Habe ich die richtige Persona ausgerüstet? Oh ja. Da pumpe ich gerne noch ein bisschen Schadenswert rein. Außer heute ist Quiz Night, dann machen wir Quiz Night. Punching Bag, das ist mehr Strength für ihn, das freut mich. Nice. Okay, jetzt geht's los. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir haben eine ganze dicke Folge vor uns, mit ordentlichen Events. Gehe ich mal von aus. So, wir gehen auf jeden Fall früh Bett. Ganz früh Bett, Junge. Dienstag, der 3. November. Vollmond. Die Frisur sitzt. Okay. Heute Nacht wird der Mond voll sein. Ein mächtiger Schatten wird auftauchen. Der finale Kampf nähert sich. Alter, sogar das Spiel sagt das. Was? Du hast entschieden, zu Hause zu bleiben. Und deine Stärke zu schonen. Komm, Alter, nix final. Selbst Ben Fulakana tritt mal Level 6. Da kommt noch was nach. Rührt das Spiel will mich baiten, aber ich bin nicht so blöd. Weil. It's currently at the south end of the Moonlight Bridge. Die Fulakana muss ja vorgehen können. Das wäre sonst Blödsinn. Das ist ja auch traurig, weil ich einen Fuka nicht voll bekommen hätte, aber das ist nicht das Problem. Ganz ehrlich, das wird noch ein bisschen mehr sein. Okay. Südliche Ende der Mondlichtbrücke, okay. The 12th and final shadow. This is it. And as we expected, there are two Persona users nearby. Strega. Strega. They know this is their last chance. Even though we were expecting this, we should still be careful. Those bastards. Saves us the trouble of looking for him. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass so viel Junpei und Yukari und Mitsuru nicht auch immer noch mal hier Persona-Entwicklung durchmachen. Komm, hallo. You've all done a fine job up to this point. Ich meine, faktuell muss man sagen, das ist nicht zwingend notwendig. Es gibt Charaktere, die das nicht mitmachen. Das weiß ich, aber es gibt es manchmal. Zum Beispiel, weil sie bereits ihre ultimative Persona von vornherein haben, weil es ja eine Widerspiegelung ihrer Persönlichkeit irgendwo ist und so weiter und diese Entwicklung nicht mehr mitmachen. Aber ich glaube nicht, dass gerade bei Junpei oder bei Yukari erwarte ich das einfach. This will be our last operation. Let's all come back safely. Das war fast ein Jinx von Mitsuru. Entschuldigung. Das war fast ein Jinx von Mitsuru, oder? Zu sagen, oh, das ist unsere letzte Operation, dass uns alle sicher nach Hause kommen. Inial kommt nicht sicher nach Hause, oder? Irgendwas passiert. Oh, shit. Der letzte Schatten und Sträger wird auf dich warten. Oh, wir dürfen uns ja das aussuchen. Hoffe ich. Hoffe ich. Ich hätte einen Plan. Ich hätte eine Idee, wenn ich diesmal wirklich frei wählen darf. Okay, darf ich. Gut. Ganz ehrlich, aktuell, wenn ich meine Persona so ein bisschen betrachte, fehlen mir ein paar Sachen. Aber ich bin in manchen Sachen auch sehr gut. Ich bin sehr gut im Wind. Also wenn ich Wind brauche, ich brauche Yukari dafür nicht. Wenn es um Heilung geht, bin ich auch besser. Denn dank ihm kann ich nicht nur Midorama machen, sondern auch Rekandra, also voll Heilung bei Tod. Das heißt, ich bin sogar momentan derjenige, der am besten darin ist, wieder zu beleben. Des Weiteren habe ich die ganzen entscheidenden Buffs für Gruppen. Und ich muss sagen, ich kontrolliere die immer noch sehr selber lieber, weil ich die sehr wichtig finde. Also hauptsächlich Marakukage. Und natürlich auch Schwächungsfähigkeiten à la Matarunda.
Also ich glaube, ich würde mich gerne in diesem Bossfight mit einer kompletten Supportrolle zufrieden geben. Wenn ich eine Chance habe anzugreifen, nutze ich die, klar, aber ich würde deswegen lieber Leute mitnehmen, die viel Schaden machen. Und Elemente, die ich momentan nicht besitze. Und ein Element, was ich absolut nicht besitze, ist momentan Strom, traurigerweise. Ich habe zwar einen Emperor, aber der hat keinen Strom. Das ist Akihiko, ich brauche dich. Es kümmert mich nicht, wie viele von denen heute da sind. Ich werde sie alle erledigen. Du kommst mit, du kommst auch mit, Akihiko. Auf jeden Fall. Dann würde ich Junpei mitnehmen. Junpei hat immerhin relativ viel Ausdauer und kann auch sehr gut austeilen. Und ich glaube, er kann mittlerweile auch den Defense Buff. Falls ich den mal eben nicht machen sollte, könnte er den immer noch machen. Junpei. So, ich will jetzt auch noch zusätzlich den Hund mitnehmen. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich den Hund noch so oft benutzen will oder werde, weil ich aus seiner Rolle nicht wirklich schlau werde, aber ich glaube, dieser Kampf könnte halt nochmal gut sein, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Ich erwarte eigentlich nur eine Sache, weil es logisch wäre, und zwar, dass wir mindestens zwei Bossfights haben werden. Und dann möchte ich gerne einen Charakter dabei haben, der möglichst tanky ist. Noch mehr. Also, ich habe generell ziemlich tanky Leute dabei. Und da ich, wie gesagt, das Supporten und Heilen übernehmen werde, kann er ruhig mitkommen. Ist eine ungewöhnliche Truppe für mich, ehrlich gesagt, dass ich kein Zivil mitnehme und dass ich Ken nicht mitnehme, aber ich glaube, das wäre diesmal einfach schlauer, auch mit, anhand meiner Person aus. Mitsuru ist hauptsächlich Spellcaster, was Damage angeht, das kann ich auch. Yukari Windzauber und, ja gut, Eiszauber ist übrigens auch selber, recht gute. Yukari Windzauber und Heilung, ich kann besser momentan heilen als die beiden und wiederbeleben vor allen Dingen. Und Windzauber bin ich sehr stark, wenn ich Quetzalcoatl benutze, wegen Windboost. Aegis scheint mir so ein bisschen eine Supporterin zu sein, weil sie lernt nämlich hauptsächlich, habe ich schon gesehen, mittlerweile, sie lernt hauptsächlich Buffs. Sie hat jetzt schon Rakukaja, Tarukaja und Mazukukaja. Das heißt, sie hat jetzt schon drei Buffs. Ich schätze mal, dass die Rakukaja und Tarukaja wahrscheinlich irgendwann auch flächendeckend lernen wird. Also sie ist jemand, der das Team generell stärkt nebenbei. Was cool ist, aber das kann auch ich. Und ich habe ein bisschen Sorge bei KI-gesteuerten Charakteren, dass sie das nicht immer optimal nutzen, wann diese Buffs sein müssen. Ich verlasse mich da lieber auf mich selber. Gerade in Bossfights. Ja, deswegen will ich für diesen Bossfight zumindest jetzt mal die mitnehmen. Das kann sich für nächstes Mal wieder alles ändern, klar, aber ich glaube, für dieses Mal wäre das eine gute Idee. Wir machen jetzt auch einen Quick-Save, ihr wisst ja, ich habe keine Lust, alles zu wiederholen. Wobei es ja noch nicht viel passiert ist, also mal sehen. Heute ist der Tag gekommen. Bitte sei vorsichtig. Fuka, wollen wir? Bist du bereit? Commence Operation. Let's go, Leute. Jetzt wird's ernst. Nun dann, wir sollten gehen. Also mein Level muss okay sein. Wenn mein Level nicht okay ist, wäre ich sehr überrascht. Ich hoffe, meine Person ist dann auch okay. Okay, seid vorsichtig. Lasst uns gehen. Der letzte Schatten und Sträger. Der finale Kampf. Es ist endlich soweit. Aber zuerst sind da zwei mächtige Feinde, die du dich auseinandersetzen musst. Die Mondlichtbrücke, das südliche Ende. Nennt man sie Sträger. Also der finale Kampf soll der Schatten danach sein. Und wir sollen erst gegen Sträger kämpfen. Okay. Macht ja auch Sinn. Die Sträger wollen ja verhindern, dass wir das tun. Deswegen wäre es sinnlos, wenn wir danach erst gegen sie kämpfen würden. Da sind sie. You know the significance of today, do you not? Takaya, also known as Revolver Jesus. Weil er einfach aussieht wie ein revolverschwingender Jesus. You claim you hunt the shadows to prevent the disaster they bring. Yet countless lives are lost each day without their intervention. The power we wield is not itself evil. You cannot deny that. So, why don't you just admit it? You do not wish to eliminate the Dark Hour. You are merely deceiving yourselves. Ich überlege gerade, denke ein bisschen seine Worte nach, seinen Standpunkt und unseren Standpunkt. Naja. Ob das jetzt
ob die Fähigkeit, also der Fakt ist, dass wenn Leute durch die Schatten sterben, ist das schlimm genug. Nur weil Menschen auch aus anderen Gründen sterben, heißt es ja nicht, dass es eine Rechtfertigung dafür ist. Das ist fast so, als wäre ich Mr. Takaya himself und würde durch die Gegend laufen und Leute erschießen und sagen, ja, jetzt sterben ja sowieso Leute. Das ist ja eine beschissene Logik, Takaya, ganz ehrlich. Also, beschissen, also eine komische Logik, möchte ich fast behaupten. Also eher so in Richtung ein bisschen krankhaft, keine Ahnung. Und Fakt ist ja, wenn er jetzt sagt, oh, unsere Fähigkeit muss man nicht so viel böse benutzen. Ja, ihr seid Auftragskiller, also. Ihr nutzt das hier momentan, um irgendwelchen Internetportalen Leute abzugreifen, die sich wünschen, dass jemand stirbt, und dann bringt ihr den um. Klasse. Ganz großes Kino. Also wollen wir die Dark Hour beenden? Ja, wollen wir. Also sage ich ihm, dass es nicht wahr ist, was er sagt. Look within yourselves and you shall see. You are indeed foolish children. Erasing the Dark Hour is the same as erasing yourselves. Is even that beyond your comprehension? As I believed, our goals are irreconcilable. Jin. Forget these maggots. Fate shall decide who will prevail. Come. Oh, das erste Mal gegen Strega kämpfen. Interesting. These two are serious. Fight hard. Okay. Also mein RPG-Verstand sagt, nee, wir sollten erstmal Jin fokussieren. Er könnte einen Support für Takaya darstellen. Give me a sec. I'll scan the target. So, eigentlich müssten jetzt alle von uns schon automatisch Masukukage haben, wegen einem Auto-Masukukage, das ist ganz gut. Wir wechseln erstmal und machen einen Defense-Spell. Die anderen sollen einfach angreifen, wie sie wollen. Okay, er kann ziemlich gut ausweichen. Ich glaube, er kann ziemlich gut ausweichen. Wenn ich bedenke, dass wir eigentlich alle Hitrate improved haben momentan wegen meinem Autobuff, ist das schon ziemlich krass. Okay, er würde Feuer abwehren. Das ist ärgerlich, weil ich habe ja jetzt zwei Leute mit Feuer dabei. Den Hund und Junpei. Und natürlich würde er nicht von Insta-Kills gekillt. Er würde sogar Schatten zurückwerfen. Also seine Hauptelemente scheint tatsächlich Finsternis und Feuer zu sein. So ein bisschen, ne? Wenn er das beides repelled. Gut, dass wir das wissen. Ja, mach jetzt nicht Feuer auf ihn, wenn ich will. Das ist wirklich dumm, weil das wissen wir jetzt hier. Das ist in Ordnung. Das war viel Schaden, nicht schlecht. It appears you have more than just luck on your side. So be it. Out of my way. Defense hilft. There's no cure for stupidity. Go! Er bufft. Ich dachte es mir. Was ist das für eine komische Person, die er hat? Er hat seine eigene Angstkraft gestärkt. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er würde eher Taukaja. Taukaja. Takaya-Waffe. Okay, ich habe den Defense-Bereich gebufft. Jetzt könnte ich einfach deren Offensive debuffen. Aber ich habe das Gefühl, so viel Schaden machen sie gerade nicht. Also, schwäche ich mal seine Defense. Weil ihn haben wir wohl Schaden gemacht, aber ihn noch nicht. Und ich habe bei ihm mehr Schwierigkeiten mit Schaden, glaube ich. Deswegen schwäche ich ihn. Obwohl, nee, er hat seine Angriffskraft erhöht, der könnte jetzt sogar sehr viel Schaden machen, ne? Okay, nee. Ich schwäche ihn lieber. Sicher. Nicht auf die gleiche Schulter nehmen. Auf keinen Fall. Wir können auch ihn analysieren. Irgendwie schön, dass sie die beiden... Also, dass Fuka schafft, die beiden zu analysieren. Hätte ich gar nicht gedacht. Good job, Fuka. So. Schwäche für euch. Nice.
Nice. Ja, gut, schade, Jumpe. It doesn't seem like darkness will work. Interessant. Also sein Hauptelement ist einfach Licht. Wenn er repellt das. Er ist wirklich Revolver Jesus. Alter, wir machen richtig krass Schaden gegen den gerade. I never imagined that your power would rival ours. Momentan würde ich sagen, mach ich ziemlich platt, ja, ganz ehrlich. Astonishing. Perhaps I misjudged your strength. Death silences fools. Alter, was ist das für eine Persona? Playtime's over, kids. It's time for the real deal. Und die Art und Weise, wie er eine Person beschwört, ist auch ziemlich krass. Feuer. Wir haben keine Schwäche gegen Feuer, so eher stark, oder? Ja. Jumper ist stark gegen Feuer. Und Konomaru blockt Feuer sogar. Das heißt, zwar haben wir offensiv ein paar Nachteile wegen der Feuerwahl, die ich getroffen habe, aber zumindest defensiv kann er uns auch nicht so viel Schaden machen. Das ist gut. So, die Runde heilen wir. Da habe ich gut Schaden genommen. Da hole ich mal unseren neuen raus hier. Oh, er hatte eine Schwäche gegen was Problematisches? Ja, nicht gut. Er würde sogar Feuer drainen. Hahaha, nice. Er würde sich für Feuer sogar heilen lassen. Das wäre perfekt. Perfekt, perfekt. Mega Hammer, komm. Vielleicht bin ich wirklich mehr als gut vorbereitet. Ich hab's ein bisschen übertrieben, aber ganz ehrlich. Feels good, man. Oh, shit. Ihr könnt gut ausweichen, die Gegner. Muss man ihn lassen. So, this is the power of those whose persona awakened naturally. Was soll das denn heißen? Also es heißt ja offensichtlich, dass seine Persona nicht auf natürlichen Wege entstanden ist, sondern auf unnatürlichen Wege. Wie? Woher? Boah, Windzauber starker. Okay, die Defense wirkt noch. Er wacht wieder. Wie sich selber? Okay. Also... Revolver Jesus scheint einiges an starken Element zaubern zu können. Aber alles Single-Target, das ist auszuhalten. Und er spezifiziert auf Feuer anscheinend, bisher zumindest, auf Flächenfeuer. So, ich könnte jetzt einfach wieder die Defense erhöhen, die müsste vorbei sein, oder? Der Defense-Buff? Habe ich recht damit? Ich hoffe es einfach mal. Deswegen holen wir raus Parfati. Obwohl Parfati hat nicht Schwäche gegen Feuer. Die hat immerhin Dodge-Feuer, ne? Komm. Ich hoffe, ich irre mich nicht und die Defense wirklich weg. Nein! Na, nur bei mir war sie weg. Ah, das war jetzt eine Runde verschwendet. Egal. Nicht so schlimm. Flöten, ärgerlich. Er ist fast down. Nice. Oh, you're gonna pay for this. Ich bin mega überrascht, dass wir Jin nicht als erstes Blatt gekriegt haben, sondern. Oh, Jesus. Oh shit, der hat Insta-Kill. Nicht auf mich, bitte. Nicht sterben. Okay, er beherrscht das auch Insta-Skill. Macht jetzt hier nicht, dachte ja, dass er von seinen hier Resistenzen her so aussieht, ob er Feuer. Ob er Feuer und Finsternis ist. Also er kann beides. Er kann nicht nur Feuerspells, sondern auch Insta-Kill-Spells. Okay. Jetzt muss ich doch mal buffen, weil die anderen nicht gebufft. Schöner Hit. Nice. Hattest du hier noch deinen Buff? Ja, der war schon ein Effekt. Das war ein Fehler, mein Freund.
Danke, dass du die Leichen durstig gehst wie ich. Okay. Jetzt können wir sogar angreifen. Warum nicht? Wir rüsten ihn aus, wenn wir wenigstens keinen Feuerschaden nehmen. Angriffskill habe ich nicht, mit Feuer ist ja Blödsinn. Ne? Also greifen wir ganz normal physisch an. Nice. Das war viel leichter als erwartet. Zehntausend Erfahrungspunkte. Okay. Level up, 58, nice. Ich glaube, ich war sehr gut vorbereitet für diesen Kampf, ganz ehrlich. Okay, aber es ist wahrscheinlich noch nicht vorbei. Der Schaden ist ja noch da, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Damn it! Is their power that different than ours? Aber das ist auch ein interessanter Grund dafür, ne? Also sie sagten ja, dass sie anscheinend ihre Kräfte nicht auf natürlichen Wege bekommen haben. Und vielleicht ist es deswegen ein bisschen schwächer als wir. Also vielleicht soll das sogar so sein, dass dieser Kampf vergleichsweise leichter ist, als man denkt. Weil sie nicht die Kräfte haben, die wir haben. Different. For us it's not that simple. It has to be forced out. Didn't your pal tell you? So it was you who was giving Shinji those pills. Okay, die wissen jetzt ja nicht. Wir haben es ja gesehen. Das ist der Player wissen jetzt, ne? You guys don't have the slightest clue what will happen if the Dark Hour disappears, do you? It won't matter for normal people, since they don't remember anything anyway. But for us... That's enough. Nee, ich will's wissen. Now then. Ordinarily we'd withdraw, but not tonight. This body, as ephemeral as it is worthless without my power. What the fuck? Therefore, only one choice remains. I shall prove my existence here and now. What are you doing? Don't be so reckless. Jin? Sorry, but those are your words, not mine. You win. Looks like you'll get your wish. Go do what you came for. Wait! I'd rather die than surrender to you. Take a good look. This is how we live. What the fuck? Jin und Takaya verschwanden im blutroten Meer unter uns. Die sind nicht tot. Wer irgendwo runterfällt und dies ist keine Leiche, ist nicht tot. Das ist eine alte Weisheit. They jumped. What the hell were they thinking? They chose their own fate. Don't let it faze you. Also sie wissen offensichtlich mehr als wir. Oder wissen etwas anderes als wir. Und das wäre, glaube ich, ganz wichtig, um das Puzzle zusammenzusetzen, ne? Mein Mitleid ist aber... The operation has only begun. Hält sich in Grenzen. Wenn man bedenkt, wer das ist, was sie getan haben. Our true adversary is waiting. Focus on that, all right? Ja, gut. Jetzt zum Schatten, den wir eigentlich bekämpfen sollen. Der letzte. Ja, da oben ist er. Der Schatten vor uns bewegt sich aktuell nicht. Es wird alles vorbei sein, wenn ihr ihn nur besiegen könnt. Alter, was ist das für ein Schatten da hinten? Huiuiui. Bleib mal bei meinem Team. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Ich tue es einfach mal. Ich speichere jetzt aber einen Zwischensave. Das ist nämlich so ein Moment, wo ich denke, wow, hier nicht speichern zu dürfen, ist böse. Wir haben gerade einen Boss besiegt und Story gemacht. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt ran an Speck. Das wird euer letzter Kampf sein. Seid vorsichtig. Erstgebaute Target. Was ist noch so zu sagen? Das Ding, was da vor euch rumschwebt, ist der letzte Schatten.
Aber es hat sich noch nicht bewegt. Das wusste ich schon, das sehe ich auch. Okay. Gut. Weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt ist die Zeit gekommen. Seid ihr bereit? Ja. Da schwebt er vom Mond. Sieht mächtig aus. Was ist das hier? This is it. I'll do everything in my power to help you. Just promise me that you'll be careful. Okay. So leicht er eben war vergleichsweise, so schwer wird der wahrscheinlich jetzt sein. Mal gucken. Was ist das für Statuen nun? Die so im Kampf vorhanden. I think that floating thing is your main target, but it's out of your attack range. Give me a minute, I'll see what I can find out. Okay, wir können nicht angreifen, weil er zu weit weg ist. Deswegen sollen wir wahrscheinlich erst die Statuen angreifen, oder? Das würde Sinn machen auf jeden Fall. Können wir die amüsieren? Gucken wir mal. Give me a sec. I'll scan the target. Ich darf jetzt mal in der ersten Runde nicht, weil ich weiß nicht, was die Statuen machen. Ich greife die auch mal an. Oh, jo, jo, die habe ich weggehauen. Easy. Aha. Ich würde behaupten, wir müssen Statuen zerstören, damit er runterfällt. Okay, die haben verschiedene Stärken und Schwächen. Das Ding blockt Feuer, das anblockt Strom, haben wir gerade gesehen. Kleiner Schattenboy. It summoned another shadow. For some reason, those statues feel similar to that floating shadow. They must be related somehow. Ja, das können wir schon denken, Fugger. Also, ich muss sie kaputt schlagen, macht Sinn. Aber was mit ihm jetzt hier? Kannst du bitte mal analysieren, den kleinen Maya da? Ne? Der ist auch unangenehm nah an uns dran, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, der ist eisresistent. Ich will ihn mal lieber töten, bevor der gefährlich wird. Nice. Jump Air schon gemacht. Okay, ich mache mal Defense-Wach mittlerweile, weil er ist unten, er sammelt immer mehr Gegner. Zeit für Defense Buff. Parfaken. Schenkungskraft. Blade of Fury ist echt stark gegen die. Ja, erklär das hier. Daumen, super. Ich glaube, was auch immer er machen will, hängt unheimlich stark damit zusammen, dass er diese Dinger beschwört. Weil er sonst nichts macht. Es könnte also sein, dass solange wir die auftauchenden Mobs töten, er nichts anderes machen kann, neue zu beschwören. Ich mach trotzdem mal Rakunda auf ihn und will mehr Schaden bei ihm machen, weil das sitzt nämlich ewig dran. Ich verlasse mich darauf, dass Akiko und Junpei es weiterhin schaffen.
ist. Ich sollte auf jeden Fall schon mehr heilen, weil... Oh, das ist neu. Alter! What the fuck? Okay, der Boss ist ernst zu nehmen. Was ist Hand of God? Ich habe, glaube ich, keine Schwäche, die dazu... Ist das vielleicht einfach was, das mich immer umstoßen wird? Immer? Junpei ist fast down, ey. Mal heilen jetzt. So viel dazu, dass wir sie locker besiegen können. Wohl eher nicht. Okay, dieser Akasha-Arzt war wirklich böse. Hätte ich keinen Defense abgehabt, wäre ich... Wäre tot, Junpei tot gewesen, ich wahrscheinlich auch. Keine Ahnung. Kumbanda kann gut haben. Ja. Naja, ich heile. Ich heile. Krit. Nice. Akiko. Oh, er fällt nicht um. Wieder so ein Boss, der nicht umfällt. Genau wie der Strength. Die Strength-Schatten-Arkana, die ist auch nicht umgefallen. Häufig. Auch nicht schon wieder, aber ich auf mich, auf den Hund bitte. Ja, der hält am ehesten aus. Er ist nicht umgekippt. Komisch, warum bin ich umgekippt? Ist das ein Element oder nicht? Vielleicht ist es ein Angriff, das einfach eine Chance hat, jemanden umzuhauen. Ich hatte einfach Pech. Das könnte auch sein. Ich heile nochmal. Dann kann ich auch gleich eine Defense-Waffe machen, besser ist das. Ja, die Defense ist mit weg mittlerweile. Nein! Akiko, geht gar nicht, oder? Oh, Akiko hat gekontert. War ein Witz. Ich habe hier das Ismi gegeben, dass er besser kontern kann. Und hohe Chance hat, Angriff zu kontern, hat genau jetzt getriggert, wo es auf ankam. Super. Ist okay, die Defense hoch machen. Ich sag Akiko mal, er soll auch ganz kurz supporten. Ob er jetzt einen Debuff macht oder ob er uns heilt, ist mir egal. Hauptsache er macht irgendwas Supportendes. Weil ich muss diese Runde gucken, dass ich die Defense hochkriege von allen. Und zwar mit Parvati. Er schwächt ihn, das ist gut. Das ist auch gut. Das hilft mir auch. Bei Akiko hatte ich auch die ganzen Debuffs dabei. Das ist so ein bisschen seine Nebenrolle, so ein bisschen. Als Debuffer Gegner zu schwächen. Oh, er beschwört wieder was. Das heißt, wir alle angreifen müssen das Ding killen. Ich weiß nicht, wozu er beschwört, aber... Irgendwas macht er damit. Und das will ich gar nicht erst wissen. Vielleicht heilt das Ding ihn oder vielleicht kann er irgendwie das Ding buffen. Ich will es gar nicht wissen. Okay, wir machen. Akiko wieder auf Angriff. Und wir könnten eigentlich heilen, oder? Ja, ich könnte auch angreifen die Runde. Ganz ehrlich, ich könnte mir den Angriff leisten. Ich leiste dir mal einen Attack. Naja, schade. Nein! Nein! Ja, gut, kriegst du mal weh. Alter, war das viel Schaden. Junge. Ich dachte schon, der killt ihn jetzt nicht, er ist viel schrecklich gewesen. Gut, beschwör mal wieder. Lieber beschwören, als irgendwie komischen göttlichen Hände runterregnen lassen. Oder irgendwelche Akasha-Arts auf uns hier rieseln zu lassen. Okay. Heilen? Es wäre gut, Junpei zu heilen, aber... Ja, wir machen es einfach mal. Don't mess
Ich glaube, er hat irgendwie verstanden, dass das normale Angreifen reicht, aber ich wäre lieber, er würde weiter seinen Super-Move machen. Oh oh. Okay, nicht runtergefallen. Wenn er nicht umfällt, dann kann er auch nicht irgendwie noch einen Mega-Angriff starten. Das ist gut. Ja, ich wäre mir trotzdem lieber, wenn Jumpy seinen Super-Angriff machen würde, weil er beide treffen würde. Das brächte mir mehr. Diese Runde kann ich angreifen, ehrlich gesagt. Und noch Feuerzauber. Oh, mehr Schaden. Ich glaube, die Person hat auch Fire-Amp, deswegen. Also machen Feuerzeug extra viel Schaden. Okay, der Defense-Buff ist wieder weg. Ich muss neu machen. Er hat wieder voll Angriffskraft. Nicht, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich habe echt Schüsse. Okay, wir müssen Defense-Buff machen. Ich würde mich aber auch freuen, wenn Akiko nochmal seine Angriffskraft senken würde. Also, Akiko. Support. Und mach am besten nochmal dasselbe wie eben, Akiko. Das wäre echt gut. Einfach seine Angriffskraft senken, das reicht mir. Oder seine Defense senken wäre auch okay. Eins von beiden. Ich weiß, du kannst beides. So, wir machen den Defense-Buff. Hit und Evasion ist nicht so wichtig. Ach, egal. Okay, besser als nichts. Beschwören ist mir lieb, da komme ich gegen an. Ich gebe Jumper erstmal den spezifischen Befehl, dass er all out gehen soll, dass er all seine Taktiken nutzt, seine besten Attacken benutzt. Weil er ist momentan zu zurückhaltend geworden. Gab's doch irgendwie sowas, oder? Full Assault hier. Would attack without providing support. Ja, er soll's ja angreifen, ne? Full Assault. Right. Ich hoffe, das fördert auch seine Idee, stärkere Attacken zu machen, genau. Du greifst auch an. Aber ganz normal. Ich heile. Besser ist das, glaube ich. Sehr gut. Triff bitte beide. Ich weiß nicht, warum er jetzt anfängt, keine Super-Attacken mehr zu starten. Das verstehe ich nicht. Schade eigentlich. Er hat volle HP, er muss nicht irgendwie sparsam sein. Vielleicht weil er einmal kurz vor Tod war, dass er ein bisschen Schiss bekommen hat, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die KI so weit entwickelt ist, ehrlich gesagt. Wir können angreifen, oder? Ist alles ziemlich safe. Dann greifen wir an. Dann können wir ihm auch sagen, dass er freely acten soll, das macht eher einen Unterschied. Offensichtlich. In diesem Fall zumindest. Ich greife auf jeden Fall den Boss an. Das jetzt. Nice. Wenn er jetzt ihn angreifen würde. Fehler. Dummer Fehler, Junpei. Und du auch, Hund. Wenn der Gegner geschockt ist, ihr greift physisch an, ne? Dann würden wir einen Crit machen. Immer einen Crit. Egal, wir sind gut dabei. Wir haben es fast geschafft. Jetzt bloß nicht nochmal Pech haben mit der ollen Gotteshand, wenn ich sie mal benutzen sollte, und dann haben wir es geschafft, denke ich. Es ist einmal knapp geworden, aber sonst sind wir ziemlich safe dabei. Aber er ist nicht schwach. Definitiv nicht. Und ich weiß gar nicht, was er Rommel beschwört und was das auf sich hat. Ich werde es auf jeden Fall nachlesen im Nachhinein. Und dann hoffe ich, nächstes Mal erzählen euch, wenn ich dann denke, was das Beschwören, was mit dem Beschwören auf sich hat, weil das hat bestimmt einen Grund. Ich muss wieder Defense buffen, oder? Ich glaube schon. Ich habe es nicht aufgepasst. Wenn nicht, dann verspreche ich eine Runde. Mein Fehler dann. Ja. Ich war der Einzige bisher, oder? Ja.
Okay, besser als nichts, wie ich mir Defense jetzt. Das ist okay. Also. Oh, wir haben's was. Oh, Hund, kill bitte den Kleinen. Ja, danke. Sehr gut. Good job, Konomaru. Oh, ich hab Statuen geholt. Ich kann wieder hoch, wa? Ja, damn it. Okay, ist noch nicht vorbei, das Ding. Alles klar. You can't attack it when it's hovering. Er hat nochmal Statuen rausgeholt. Okay. Flächenzauber bringen nicht viel, weil die sind immer immun gegen irgendwas, ne? Also am besten ich greife wieder physisch an mit meiner Kumbanda-Persona, weil die nicht nur sehr stark ist, sondern auch Regeneration hat. Ich heile mich dann immer schön. Automatisch. Gute Wahl. Schön, dass du es wieder machst, Dunkel. Einer noch, komm. Komm, den kriegst du platt. Ja, in einer Runde. Gleich wieder runter mit dir, mein Freund. Back down to earth. Oh, bist du im Angriff? Ja, dann machen wir das auch. Dann haben wir ihn. Wir haben ihn. Yeah! Go down. Okay, das erste Mal, als er runtergefallen ist, konnten wir keinen All-Out machen, weil er noch einen beschworen hatte. Also, wenn lange einer Beschworener da ist, der nicht down ist, dann können wir keinen All-Out machen. Aber das ist nicht der Grund, warum er beschwört. Mit Sicherheit nicht. Ich habe keine Ahnung, jetzt, warum er es macht. Aber ich werde es auf jeden Fall mal nachgucken. Ich gucke es jetzt mal eben nach. Ihr werdet nichts vermerken. Ich mache ganz kurz eine Aufnahmepause, das merkt ihr gar nicht. Bis gleich. Okay. Also, ich habe nachgeguckt. Tatsächlich kann er anscheinend diese kleinen Viecher in die Luft jagen. Also, er macht ja wohl sehr viel Damage mit, keine Ahnung. Also, ich bin froh, dass wir das nicht zugelassen haben. Das wäre gefährlich gewesen. Auf jeden Fall. Und wieder 14.000 Erfahrung. Level 59, wir nähern uns zu 60, krass. Und einer von uns ist besonders auch gelevelt, kein Wunder. Die Ausgerüstete, freut mich sehr. Level 61 für Kumbanda. Nice, sehr verdient. Wir waren gut vorbereitet, würde ich sagen. Das war, ich würde fast behaupten, einer der schwersten Story-Bosse bisher. Vielleicht mit den Wächtern, die mal viel schlimmer sind. Es war auch einmal echt knapp, aber ich glaube, wir haben es gut gemacht. Und wie gesagt, wenn er die Dinger in die Luft jagen kann, macht er wahrscheinlich richtig viel Damage. Die Vorstellung, dass er das Ding in die Luft jagt und vielleicht dann nächste Runde einen Akasha-Arzt macht, boah, macht mir Angst. Ich glaube, der kann echt böse sein, der Boss. Wir können froh sein, dass wir Junpei dabei hatten mit seinem AOE-Angriffen, dass er so oft am Anfang die gekillt hat und später auch immer fokussiert zumindest, dass die Kleinen gekillt hat. Und was passiert nun? Is it over? I don't think so. Operation completed. Or, should I say, mission complete. Yes, it's finally over. Wenn das so ist wie Zuru, ne? Warum ist immer noch Dark Hour? Wir sind in der Dark Hour. I believe a celebration is in order. What will be our victory cheer? Können wir jetzt nach Hause gehen? One, two, ach, three. Nein. Can we go home now? Oh nein, so war das nicht gemeint, Aegis. What was that? So, Senpai, you're gonna throw us a party tomorrow, right? You don't waste any time, do you? Well, I suppose I could arrange for it. Leute, wir sind immer noch in der Dark Hour. Warum? Denkt mal jemand bitte nach. Ooh, in that case, how about sushi? Sushi, huh? It's been a while. Well, I've got dibs on the halibut and sea urchin. Oh, then I call the fatty tuna.
We're divvying it up already? In that case, save me the salmon roe. Hey, wait a minute. You can't do that. I reserve the shrimp, squid, scallops and sea eel. Ich bin überrascht, dass du essen kannst, beziehungsweise musst. Hey, that's not fair. You don't even eat. Okay, tut sie auch gar nicht. You should all be ashamed of yourselves, fighting over sushi. Senpai, please order tamago for me. They say you can tell a chef's skill by how he prepares eggs. How old are you again? Okay, okay, I'll have the very best delivered tomorrow. For real? Oh man, it's great to be alive. Bekommen wir eine Erklärung, wo immer noch Dark Hour ist, oder gehen wir es einfach davon aus, das ist die letzte Dark Hour, sobald die abgelaufen ist, ist die Dark Hour vorbei. Eigentlich müsste sie doch sofort vorbei sein jetzt, oder nicht? Oder woran machen wir das fest? Don't get too excited, Junpei. You're getting the leftovers. What? Oh, but it was my idea in the first place. I guess it's time to say goodbye to the Dark Hour. Okay, die geht anscheinend tatsächlich davon aus, dass die Dark Hour hier ein letztes Mal stattfindet. Sie geht von ziemlich vielen Sachen aus, ne? Mal gucken. Even though it seemed like a curse, for some reason I'm reluctant to let it go. Yeah. We really did it, didn't we? Yes. We saved the world, even if no one knows it. Did we? Der Kampf ist vorbei. Die dunkle Stunde kam zum Ende. Wirklich? Ich kann es mir nicht vorstellen, Leute. Gerade wegen der Full-Level-Up-Geschichte nicht. Allein das schon lässt mich zweifeln. Und wir wissen immer noch nicht, was genau mit den beiden Typen war von Schräger. Good morning. Ja, Pharos ist auch wieder da. This is the first time we've talked during the daytime. Du kommst tagsüber zu mir? Wann kannst du das denn? Nice weather, isn't it? This is indeed a new day. Das ist unheimlich. Wisst ihr, warum das unheimlich ist? Pharos kam bisher nicht einfach nur nachts. Pharos kam immer in der Dark Hour. Immer. Das heißt, er, der auf ewigen Gründen, warum auch immer, bisher nur in der Dark Hour existieren konnte, kann jetzt anscheinend über immer existieren. Auch tagsüber, auch außerhalb der Dark Hour. Wir wissen immer nicht, wer er ist, ne? Keine Ahnung. For both of us. All the fragments of my memory, they finally come together. Hast du ja schon immer so eine blaue Augenfarbe, oder bilde ich mir das? Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie eher anders aussieht, aber vielleicht bilde ich mir das ein. I now know my role clearly. The time has come. As difficult as it may be, I must tell you something. I am afraid this is goodbye. I want you to know, for me, our friendship was a miracle. But miracles don't last forever. If only they did. Es gibt kein für immer. Maybe you're right. Even if there was such a thing as eternity, how would we ever know? Ganz stark gesprochen gerade. Aber es ist eher rational gesprochen. Irgendwann ist immer mindestens durch den Tod eine Änderung da. Irgendeine Form von Änderung. Aber selbst das können wir nicht sicher wissen. Vielleicht war es ein bisschen voreiligkeit gesprochen, aber ich wollte irgendwas Darkes sagen zu Pharos, weil er auch immer so dunkel spricht. It would be the same as if it didn't exist. I shall treasure our conversations always. Ich weiß nicht, wer du bist. Kann nicht sein, dass du jetzt einfach gehst. Even if today is the end, the bond between us can never be severed. Remember that. It was fun while it lasted. Farewell. Das war Level 10, Dev. Also er ist für mich weg. Wir wissen doch nicht mehr, wer er ist. Das wird auch erklärt, oder?
Da kommt bestimmt was. Ich wusste, dass wir schon so hoch bei Dev sind. The innermost power of the Death Arcana has been set free. Mein Tod steht ja meistens für Veränderungen, ne? Der redet ja die ganze Zeit davon, dass sich jetzt was ändern wird und so weiter. Mal gucken. Thanatos, natürlich. Klar, wer auch sonst. Macht schon irgendwie Sinn. Mysterious Boy. Ja, er ist immer noch Mysterious Boy. Also immer steckt er dahinter, ne? Ich glaube, Death Arcana, das habe ich auch nie. Ich habe mich hier gesehen zwischendurch, aber ich habe noch nie einer verschaffen. Aber ein paar gesehen habe ich schon. Soll ich das vielleicht auch mal machen, jetzt wo ich so einen hohen Erfahrungsboost kriegen würde? Thanatos, the Bringer of Death. Ja, der Bringer des Todes. Ja, zu meiner Schulter. Komm, es geht weiter, das Spiel offensichtlich, oder? Ja, ja, komm, Spiel. Okay. Das Spiel ein kleines Problem. Ein kleines Problem. Nummer 1 ist, durch die Fulakana kann ich mir denken, dass es nicht vorbei ist. Nummer 2 ist, da steht schon wieder Next. Next was? Fragezeichen. 28 Tage bis zu was? Mal gucken. Jo, Rin, ist dein Lager schon bereit? Heute Nacht ist die große Feier. Ich werde vorteilen, als gäbe es keinen Morgen. Es ist nur Sushi. Aber ja, das ist mit Zero Center, über die wir sprechen. Vielleicht kriegen wir das richtig gutes Zeug. Du kommst am besten sofort zur Schule wieder. Ich warte. Ist die Schule beendet. Es wird eine Feier im Dorm geben. Und ganz ehrlich, ich bin mal so mies und sag mal, wir cutten hier. Die Folge ist lang genug. Es ist genug passiert. Und es sind definitiv noch so viele Fragen offen. Wir sehen so viele Sachen, die darauf hinweisen, dass das Spiel noch nicht zu Ende ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Feier im Dorm. Die wahrscheinlich, denke ich mal, direkt hier noch losgehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann.